Meine liebe Zuhörerschaft, was geht ab? Euer Liebling ist zurück, Max Cameo. Ich komme frisch aus Los Angeles zurück und habe viel, viel Footage gesammelt, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich habe vor einigen Jahren, als ich angefangen habe mit Black and Grey, Chicano-Style-Tattoos, meine ersten Reisen nach L.A. gemacht und dann auch eine gewisse Zeit da gelebt. Viele, viele verschiedene Leute kennengelernt, Kontakte, die man vielleicht auch sonst nicht knüpft, wenn man nicht in der Tattoo-Szene unterwegs ist oder sich ein bisschen Respekt verschafft hat, so wie ich das eben gemacht habe. Deswegen kann ich euch viel, viel von der Hood zeigen und von meinen Freunden, wie die da drüben leben. What's up, guys? Rolling with my homeboy Grimmies. Tell him where you're from, homeboy. Es ist natürlich auch traurig, ne, wenn irgendwelche Blogger immer da drüben hingehen und zeigen nur den Walk of Fame und Venice Beach und da könnt ihr toll essen gehen und hier gibt's noch Schuhe, die ihr euch kaufen könnt. Alter, das können wir auch alles hier machen. Was uns interessiert ist die Wahrheit. Wie sieht das Leben in der Hood aus? Wie leben die Bloods? Wie leben die mexikanischen Gangs? Und ich habe die Möglichkeit, euch das zu geben. Ja, ich bin kein Ross Kemp, Alter, der irgendwo hingeht, 3000 Euro an irgendjemanden gibt, damit der noch ein Fake-Interview macht. Alle Jungs, die hier bei mir sitzen, echte Jungs von der Straße. Tell them where we at, bro. We're in downtown LA, we're inside of Park on Douglas Street. Okay, also wir sind in downtown LA, Douglas Street, mit den Jungs von Headhunters. Wie ihr seht, da drüben werden gerade ein paar Sachen an die Wand gemalt. How old is this neighborhood, bro? It's about 20, 30 years old. Okay, also diese Jungs hier gibt es ungefähr 20, 30 Jahre. And how many of you are out here? Like in this street? On this street, there's about like 15 of us. Okay, also sind 15 Jungs, die hier auf dieser Straße leben. But you got some more... We got different cliques, yeah. Different cliques? Six different cliques. We got a clique in Hollywood, Anaheim, Whittier. We got homies up the street in Rampart District, Westlake. Okay. And then right here is the second part. I'm from the Whittier Street. Okay. Also die haben unterschiedliche Cliques. Also das ist nur eine Straße von denen. Die haben halt mehrere Straßen, die repräsentieren und wo die Jungs zusammenkommen. All in all, how many people you got? Like probably about like 200, 150 around there. Okay. A lot of homies busted for life in prison. A lot of homies resting in peace. Okay. Die haben ungefähr 150 bis 200 Jungs. Viele von denen sind schon gestorben oder erschossen worden. Viele sind auch lebenslänglich im Gefängnis. And some got deported, right? Yeah, we got about 10 homies in Mexico right now. Okay, und einige von denen wurden nach Mexiko zurückgeschickt. Also die hatten keine US-amerikanischen Pässe und wurden dann halt zurückgeschickt. So, ne? Wir müssen immer, wenn irgendwas hier gemacht wird, muss immer ein, zwei Jungs irgendwo stehen haben, die aufpassen, weil die anderen Leute, die hier drumherum sind, vielleicht irgendeinen Scheiß starten. Einer stellt sich da hinten hin. Einer stellt sich da oben hin. Also die passen nicht auf wegen den Bullen. Dass die Bullen irgendwas machen, die passen drauf auf. Dass die anderen, mit denen die Rivalitäten haben, nicht kommen und irgendwas machen. Es ist jetzt nicht so, dass man einfach irgendwo oder irgendwie hingehen kann, sondern man muss schon gewisse Leute kennen. Und viele Leute fragen mich, ey Max, wie hast du das geschafft, Alter? Du chillst mit irgendwelchen Bloods in Compton, du chillst da mit irgendwelchen Mexikanern, wie läuft das? Ich habe gesagt, bei mir ist es einfach so, ich gehe mit Respekt auf die Leute zu und die Leute geben mir den gleichen Respekt zurück und deswegen habe ich die Möglichkeiten. Ich meine, natürlich, wie ihr seht am Anfang des Videos, es ist ein bisschen was anderes, ne? Nicht wie in Deutschland, ich mache meinen Tag da irgendwo hin und plötzlich fallen ein paar Schüsse im Hintergrund. Das ist nun mal so, ne? Da kann man nichts machen, ne? Da knallt es halt manchmal und man kann davon halten, was man will, aber wie gesagt, ich bin cool geblieben, ich bleibe immer cool und das ist genau das, was ihr mit meinem Video bekommt. Rumors.
rumors have it that they're gonna make a cafe, a gym. Yeah. So it could be like Echo Park, you know, more people coming and like the violence to go away and stuff. Die Miete war früher hier irgendwo zwischen 300 bis 500, aber an all den anderen Orten steigt die schon ziemlich, weil die versuchen die ganze Gangkriminalität und sowas hier rauszuholen, wollen Cafés und sowas bauen. Ja. Aber wie der Junge schon sagt, die lassen sich hier nicht rausbringen. Ne? You've been living out here? I grew up in this neighborhood. You know, I'm 28 years old. Yeah. I grew up in this neighborhood, but I've been going to other locations. I've moved out four or five times. Okay. Also er wohnt auch schon sein ganzes Leben hier, aber ist auch schon in andere Parts so von der Stadt gezogen. Nur er kommt auch immer wieder halt hier hin zurück nach Hause. It all started with a football team. And they played other people, but you know, all of a sudden, youngsters wanted to start tagging and doing dirt and stuff. Okay. And he just didn't want me to be part of that life as well. Okay. So that's why I stayed away. Okay. Also ursprünglich, bevor diese Nachbarschaft so gestartet hat, war das ein Football-Team, also ein American Football-Team. Und ja, andere haben die versucht mit da reinzuziehen, aber die Jungs haben sich gedacht, so warum sollen wir das machen? Wir starten jetzt unser eigenes Ding. Und so sind die wirklich zum Footballteam, so zu ihrer Nachbarschaft gewachsen. Und sein Vater war eigentlich ein originales Mitglied von dieser originalen originalen Footballteam, das später diese Nachbarschaft gestartet hat. I was saying that your father was an original member of the football team that started that neighborhood. That's what I'm saying. Right. I'm not talking about gang, I'm always talking about neighborhood. Yeah. Right? Yeah. Sounds better. Was mir da drüben auch immer gefallen hat oder gefällt, ist einfach so der Lebensstil, wie die Leute sind, was die machen, ja, die ganzen Lowrider, die sonntäglichen Treffen im Park, wo alle Leute zusammenkommen, Musik hören, chillen, grillen, was weiß ich, das sind einfach so Sachen, ne, die kennt man nicht aus Deutschland und mich hat das immer gepackt. Und dann zusammen mit West Coast Hip-Hop, mit dem ich auch aufgewachsen bin, ja, ich höre seit 95, 96 Hip-Hop und das war für mich einfach immer ein Traum, dahin zu kommen und anschließend auch eine gewisse Zeit da zu leben und immer wieder da zu sein und dort zu arbeiten.